Hallo meine Lieben, mein Name ist Kara. Eigentlich geht es in diesem Video heute um den Welt-MS-Tag, aber ich muss vorab kurz was sagen. Das ist jetzt der 7. Versuch, dieses Video aufzunehmen, weil heute ist wieder einer dieser Tage, an dem mein Gehirn mich wahnsinnig macht. Also vorab, entschuldigt bitte, meine Sätze machen grammatisch manchmal einfach gar keinen Sinn und ich habe auch zwischendurch so Hänger. Und wenn ich irgendwie so ausdruckslos in die Kamera starre und einfach nichts sage, habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Also es könnte ein lustiges Video werden. Ich versuche mich mal eben zusammenzureißen. Also das eigentliche Thema ist der Welt-MS-Tag. Warte. So, und zwar lautet das Thema Miteinander stark. Was bedeutet denn Miteinander stark? Es bedeutet, dass wir nicht alleine sind. Dass du, dass ich und auch alle anderen mit Multiple Sklerose oder allgemein mit einer chronischen Krankheit nicht da alleine durch müssen. Dass es mittlerweile 1000 Anlaufstellen gibt, wo ihr euch Hilfe holen könnt, wo ihr euch untereinander mitteilen könnt, wo ihr Erfahrungen austauschen könnt, einfach mal Fragen stellen, ohne kritisiert zu werden. Und dass da jemand ist, der dich versteht, der das gleiche Problem hat wie du. Ihr könnt zum Beispiel, gibt es so Hilfegruppen in jeder Stadt, wo ihr euch untereinander, es gibt Hilfegruppen in jeder Stadt, wo ihr euch trefft und dann, wie heißen denn diese Gruppen? Das fängt schon wieder an. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe das Wort vergessen. Also ist eine Selbsthilfegruppe, verdammte Hacke. Es gibt Selbsthilfegruppen bei euch in der Stadt, wo ihr euch treffen könnt und dann auch euch persönlich seht und austauschen könnt. Es gibt natürlich auch Social Media, Instagram zum Beispiel, wo viele mittlerweile einen eigenen Blog haben und täglich ihre Erfahrungen austauschen oder Livestreams machen, wo ihr dran teilnehmen könnt. Es ist auch immer so, also ich bin jetzt auch noch nicht ganz so lange dabei bei diesem Social Media, aber ich habe mir da halt auch ein Profil angelegt und habe ganz viele bei mir in meiner Freundesliste, die halt auch Multiple Sklerose haben, die ganz oft Sachen erzählen, die ich super interessant finde, denen es genauso geht wie mir, wo ich dann auch mal Fragen stelle. Und da ist jeder immer hilfsbereit und keiner macht dich blöd an für irgendeine doofe Frage oder sonst was. Also das ist, dass ihr mutig seid, dass ihr zu uns kommt in diese riesen Community, die mittlerweile gibt. Es gibt ganz viele Videos bei YouTube, wo Leute über ihre Erfahrungen berichten. Es geht halt darum, dass wir zusammen laut sind, dass wir stark sind, dass wir einfach nicht alleine sind. Das alles fällt unter das Thema Miteinander stark. Das heißt, sei auch du stark und komm zu uns in die Community. Ich wünsche dir auf diesem Weg alles Gute und einen wunderschönen Tag. Tschüssi!